Kosten. Aber nur, wenn du mich in die Sendung einbaust. Hey, du hast ja was gelernt. Lass mal ab. Gerd, was wir hier machen, ist Diebstahl. Das ist eine Leihgabe, sonst nichts. Morgen baue ich den Motor wieder um und keiner merkt was. Kein Problem. Eine Leihgabe. Ihr könnt nicht einfach hingehen und den Motor aus einem 100.000-Mark-Wagen rausklauen. Redest mit mir? Vorsicht, Vorsicht. Stopp mal. Astral müsste passen. Fühlt sich immer noch an wie ein nasser Schwamm. Schaut euch mal das Blinkerrelais an. Oh, wie ein kleines Aquarium. Richtig süß. Boah, ey, schalt doch mal den Föhn ab. Also, neues Öl ist drin. Zündkerzen und Verteiler sind geputzt. Und die Elektronik ist auch in Ordnung. Super, Hakan, danke. Bitte. Wird aber nicht billig. Na dann, mach mir einen Versuch. Ja. Naja, die Karre läuft. Aber was machen wir mit dem nassen Auto? Kacke, ey. Mit dem lächerlichen Föhn kriege ich das in 2 Jahren nicht trocken. Das hat doch keinen Zweck. Da muss was Größeres her. Ich hab da schon eine Idee. So, sitzt, wackelt und hat Luft. Damit mache ich ihn platt wie eine Flunder. Was geht denn hier vor sich? Wir reparieren da was. Sie sind doch gar keiner aus der Firma. Nein, nein. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Ich hol die Polizei. Ach ja, Donauwitz. Mitten in der Nacht arbeiten Sie noch. Tja, Herr Katlewski, Notfall. Motorschaden am Rennwagen. Sie wissen doch, Auto Ecker unterstützt den Motorsport. Offene Touring-Klasse. Stimmt's? Der hat bestimmt ganz schön was unter der Haube. Tja, Herr Katlewski, wir müssen dann weitermachen. Naja, ja. Nicht so ungut, ja. Ja, sei schlau, lern beim Bau. Mit dem Gebläse bekommst du in 2 Tagen ein komplettes Mauerwerk trocken. Das ist total super, das Ding. Und jetzt ab in die Disco. Dafür wirst du schwer bluten müssen. Da geht noch viel rein. Tequila bis zum Abwinken, ja? Du holst ja eine totale Erkältung. Zieh mal dein Hemd aus. Hey, was soll denn das? Das trocknen wir gleich. Soll ich mich auch ausziehen?